Hallo, liebe Reborn-Freundin, da bin ich wieder. Wie versprochen, diesmal ein kleines bisschen schneller als sonst. Naja, diesmal gibt es ja wieder ein Glatzi zu zeigen und deshalb bin ich auch ein bisschen fixer gewesen. Obwohl die neue Mami musste ganz schön lange warten. Sie hat sehr viel Geduld beweisen müssen. Naja, nun möchte ich euch die kleine Maus dann vorstellen und zeigen. Erstmal hier in ihrem Säuglingsbettchen. Da habe ich sie so ein bisschen, guck mal, das ist ein Ganzkörperbaby. Das ist die Indra von der Riva Chic aus dieser Softline-Kollektion. Wieder so ein ganz weiches Vinyl. Eine Schnullermaus ist es auch, ja? So, und die zeige ich euch gleich. Ich wollte es bloß mal zeigen, wie sie im Babybettchen hier bei mir liegt. Und gleich wird es wieder weitergehen, wie immer. Sehr lange braucht ihr nicht warten. Dann ziehen wir sie wieder gemeinsam an und haben unseren Spaß dabei. Bis ganz schnell, ganz gleich. So, meine Lieben, das ging doch schnell, nicht? Nun möchte ich euch dann die kleine Schlafmaus, die Indra von der Riva Chic, vorstellen, zeigen und wir wollen sie anziehen. Ja, der Name, der fällt mir immer so schwer ein, warum auch immer. Auf jeden Fall ist das ein kleines Mäuslein aus der Softline-Kollektion. Wieder so ein Nackefrosch. Naja, und sie fasst sich recht gut an. Ja, Pullum, da spuckt sie den Nuckel aus. Das ist aber gut so, den hätten wir nämlich trotzdem rausgenommen, ja? Sie macht so einen schönen, friedlichen, schlafenden Eindruck. Da geht einem richtig das Herz auf. Mir geht es jedenfalls so. Gut, dann wollen wir mal hier die Decke wegnehmen. Ich hatte sie ein bisschen eingekuschelt. Ist ja nicht mehr so ganz so warm. Und deswegen, warum sollen unsere Mäuse frieren, ne? Sind zwar nur Reborn-Babys, aber auch die haben ein Recht, kuschelig und warm zu haben, ja? So, dann große, dicke Kuscheldecke weg. So, dann werden wir uns mal gleich mit einer Windel bewaffnen. Ja, ich zeige euch erstmal nochmal so. Sie ist diesmal sehr gut beweglich. Das hat man le leider nicht bei jedem von diesen Softline-Bausätzen so. Aber die hat überall Kugelgelenke, auch am Kopf, und die lässt sich sehr, sehr gut bewegen. Aber erstmal werden wir es mal mit der Windel versuchen. Und dann geht es weiter. Dann werden wir sie auch messen. Ich habe mir heute das Maßband schon hin bereitgelegt, damit wir nicht so sehr lange rumfummeln müssen. So, was ist denn hier drauf? Ein Küken. Na, das passt ja. Du bist ja auch ein kleines Küken, ja? Und ein süßes Küken. Jo. Mit den Windelchen, das Gefummel. Das haben wir. Gott sei Dank habe ich das nur bei den Reborn-Mäusen noch. Meine Kinder sind schon größer. Die brauchen das nicht mehr. Aber es macht Spaß. Euch macht es ja auch sicherlich noch Spaß mit den Reborn-Babys, ne? Ja, sie hat eine Glatzi. Das hatte ich euch ja schon gezeigt. Hier habe ich einen kleinen Schatten eingebaut. Da könnte die Fontanelle sein, wenn man übers Köpfchen streicht. Dann habe ich ihr wieder kleine Wimperchen gemacht. Ist ja ein kleines Mädchen. Die sind ja immer, da sind die Wimpern ja immer ein bisschen mehr vorhanden. Dann habe ich ihr versucht, den Mund schön zu gestalten. Alles eben was so, was ich euch zeigen kann, sagte ich ja schon öfter. Na, dann zeigen wir euch dann auch. Mal ins Foto halten, in die Kamera halten, die kleine Mausi. So. Ja, hier schimmern auch überall so ein bisschen Äderchen durch. Die Haut ist so ein bisschen, ein kleines bisschen marmoriert, damit es sozusagen tiefer blicken lässt. So, dann wollen wir schauen, wie lang die ist. Die kleine Süße. Ja, nur halt zieht sie der am Ohr. Das macht man aber mit Babys gar nicht. So, hier, bis hier sind es 40. Aber ich denke mal 52, 53. Gestern habe ich gemessen, da waren es 54, jetzt sind es 53, liebe neue Mami. Ich habe ihr glaube ich, in Strampler-Größe 56 gekauft. Da wollen wir mal gucken, wie der ihr passt, ne? Sie wiegt, ich bin fast vom Glauben abgefallen, sie wiegt 2990 Gramm. Das sieht man ihr wirklich nicht an. Sie ist zwar ein properes Kerlchen, aber dass sie so schwer wird, habe ich selbst nicht gedacht. Ich befülle die immer so ungefähr bis hier und bis hier. Dann kommt Füllwatte rein.
Und das Gewicht ergibt sich eigentlich auch oft. Ich habe immer so ein, das schätze ich immer ein, da kommt dann auch noch was rein, was Schweres, ein Säckchen mit Granulat, mit Schwerem. Und da ergibt sich das Gewicht. Ja, diesmal sind es 2990 Gramm. Da hatte sogar ich was zum Gucken. Jetzt werde ich euch das mal zeigen. Wenn man sie jetzt so hochnimmt, fällt der Kopf so nach hinten. Also das bedeutet, dass der Kopf ganz schön gestützt werden muss bei der kleinen Maus. Sie ist eben doch noch eine kleine, wenn sie auch gewichtig ist. So, und weiter geht's. Nun wird's Zeit. Nun schnattert die Dame schon wieder, eure Viola, ne? Hier habe ich einen kleinen Body ausgesucht mit, der ist zartrosa. Es war wieder mal sehr kompliziert. Der ist Größe 56. Und ich habe nichts gefunden. Der eine gefiel mir nicht, der andere gefiel mal wieder so nicht. Nun wollen wir mal schauen, wie dieser kleine Body steht. So, den Zettel werde ich mal aus dem Bild legen. Ich hatte nämlich auch einen Zettel hier liegen, damit ich den Namen der Mäuse nicht vergesse. Ach, nun habe ich ja einige, nun verrate ich euch ja alles. Das soll man nicht verraten, was man für Kameratricks anwendet, ne? Dann sind es ja keine Tricks und Kniffe. So, und ich habe schon wieder die schönsten Schwierigkeiten mit dem Wickelbody. Ja, und du nimmst die Arme nach oben. Ich denke, du bist so eine liebe, ruhige Maus. Ja, du bist eine liebe, ruhige Maus. Ja. So, aber irgendwas habe ich, guck mal, ich habe was am Wickelbody verkehrt gemacht. Dann muss ich das doch nochmal aufknöpfen. Verflixt und zugenäht. Ja, ist auch zugenäht. So. Aber man kriegt ja alles irgendwie hin. Ich muss jetzt den ganzen Body, ich werde nicht wieder. So, jetzt stopfen wir das Beinchen da rein. Ich glaube, ich habe hier irgendwas falsch gemacht. Nächstes Mal kaufe ich wieder einen anderen Body, das könnt ihr mir glauben. Das Gezumpel. Aber es wird alles irgendwie gehen. So, und jetzt ist das andere Bein verkehrt. Das ist ja wie mit einem Klappstuhl. Der klappt auch nicht so, wie man das soll. Was habe ich nun falsch gemacht? Das sieht irgendwie alles komisch aus. Die kleine Maus hier, die muss das alles ertragen. Ich gucke mir das später nochmal richtig an. Ich will euch das Video jetzt auch nicht, wer weiß, wie lang machen mit meinem Bodyklappstuhl. Der klappt zusammen und auseinander und nichts geht mehr. So, also guckt mal, hier stimmt irgendwas nicht. Das gucke ich mir dann später an. Irgendwas ist hier verkehrt. Ich bin mit dem. Ah. So, hier ist noch ein Schleifchen auf und zu machen. Na super. Ein Video über wie ziehe ich einem Reborn-Baby ein Body richtig an. Super. Und man lernt dabei. So, nun nochmal. Nun sieht das schon vielleicht ein wenig anders aus. Mit dir machen wir es, was? Ja. So. Manchmal hat man ja dann doch Spaß, ne? Ich hoffe, ihr konntet mit mir jetzt lachen. So. Dann geht's weiter. Ich habe ihr ein Strampler-Set ausgesucht. Das fand ich sehr niedlich. Das ist mal eine etwas andere Farbe. Geht ins Orange. Die Farbe so richtig einordnen kann ich sie nicht. Rosa ist es nicht. Also ich würde so ins Orangige oder Altrosa sagen. Da ist wieder, das ist ein Set, da ist mir das T-Shirt wieder zu gelblich. Das hat mir zu sehr den Gelb, obwohl das ja wollfarben ist und manche das sehr mögen. Ich lege es erstmal wieder beiseite. So, und was gibt es da anstattdessen? Na klar, ein Eisgarnierchen habe ich noch. Ich muss bloß einen Anbieter finden, wo ich mehrere davon kriege. Ich finde das immer so schön babylike, wenn die Mäuse diese Jäckchen anhaben. Ich kann immer nicht anders. Aber meine Vorräte sind so stark dezimiert, dass ich fast nichts mehr habe. Aber eben nur fast. Den einen oder anderen finde ich dann schon mal, wenn ich suche. So, guckt mal, wie süß die Kleine ist. Ja. So, jetzt müssen wir mal sehen, dass wir sie umdrehen, ohne ihr Köpfchen zu sehr zu belasten. Jo, die hat aber auch ein schönes Hinterköpfchen. Hier in den Ohrchen mache ich das oft auch ein bisschen glänzend, wenn es geht, nicht zu doll, dass es nicht so lackiert aussieht.
Aber so wie die Ohren so manchmal innen auch so ein bisschen glänzen. Ich zeige es mal so, weil ich das gerade sehe, ne? So, dann machen wir das hier rüber. Ja. So, kleine Maus. Och, und dann noch. Ja, sie hat ihr Gewicht. Aber ich würde sagen, das macht gar nichts. Das ist sogar okay so. Für diese Art Baby. Da soll ja auch schon ein bisschen. Ist immer noch nicht richtig. Guckt euch das mal an. Liebe neue Mama, verzeih mir, dass ich ihr den Body falsch angeschlumpst habe hier. Richtig angeschlumpit. Komm, guck mal deine neue Mama an, ne? Joa. So, dann wollen wir uns mal dem Strampler zuwenden. Dann sieht man das Elend nicht. Dann ziehen wir den Strampler drüber und dann können wir das. So, dann können wir das ein bisschen vertuschen, dass wir den Body nicht ordentlich anbekommen haben. Guckt mal die kleine Mausi an. So, ach, was steht denn drauf? Ich will Bespaßung jetzt. Ist das ein Hinweis? Du schläfst doch. Du bist doch gar nicht wach zu kriegen. Ein ernst gemeinter Hinweis ist das, liebe neue Mama. Sie will Bespaßung. Viel Spaß dann. So. Und auch der, heute will das aber gar nicht. Ja, der Strampler ist 56. Ich würde sagen, das kann sie tragen. 56 ist ihre Größe. Könnte ihre Größe sein. So, da verstecken wir nochmal die Bändchen hinten. So. Da haben wir ja heute richtig Spaß mit dem Gepuzzle an dir. So, Knipsi, Knapsi. So, siehst du. Ja, da schläft sie weiter, die kleine Maus. So, dann wollen wir mal schauen, was wir noch tun können. Babymäuschen. Jetzt zeigen wir dich nochmal mit dem Schnuller. Ich habe jetzt einen dazu passenden genommen, der so ein bisschen ins Orange auch ging. Aber ich lege noch einen mit rein, liebe neue Mama, dass sie auch was in Rosa anziehen kann, ne? Dass du einen Schnulli da hast, einen passenden. So, dann habe ich noch ein paar Söckchen gefunden. Die fand ich so süß. Da sind kleine Herzchen drauf. Deswegen versuche ich es wieder mal mit ein paar Söckchen oben drüber. Aber irgendwas müssen sie ja noch drüber kriegen. Sonst ist das Ganze nicht komplett, ne? So, nun wollen wir sehen. Aber jeder hat ja, das sagte ich ja schon oft, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Jeder kann das sein Baby so gestalten, wie er möchte. Und ich finde das immer ganz toll. Ich kriege viele schöne Bilder und freue mich immer ganz doll, wie schön ihr eure Babys gestaltet und wie lieb die doch gehabt werden. Das finde ich auch immer ganz, ganz super. Dann weiß man nämlich, wofür man das macht. Da steckt ja auch ein Haufen Arbeit drin, bis so ein Mäuslein fertig ist. Und dann weiß man, warum man es tut. So, hier habe ich noch ein selbstgeschneidertes Mützchen, mal ganz in weiß, damit es überall zu passt. Ich habe wieder keine passende Größe finden können. Da habe ich gedacht, machst du einfach selber. Und schaut mal, ich denke mal, die stehen den Glatzköpfchen immer recht richtig gut, diese Mützchen. Und ich nehme das ins, mache das inzwischen auch so, wenn ich dann ein Baby verschicke und ich die Zeit dafür habe, dann setze ich der lieber ein Mützchen auf, dann sind die Haare nicht so verwurstelt, wenn es jetzt Haare hat. Und ihr habt gleich ein Mützchen, vielleicht für ein anderes Baby oder dieses Baby, was damit dann zu euch kommt. So, und jetzt nehmen wir nochmal den Schnuller. Aber so richtig zufrieden? Na ja, doch, sie ist so ein bisschen zufrieden, ne? Ja, aber irgendwas fehlt, ne? Du kleine Maus, wollen wir mal schauen, ob wir noch was finden können? Natürlich. Guckt mal, die bekommt so eine kleine Giraffe mit nach Hause. Die ist nicht so groß, die kann sie tragen. Obwohl die Maus ist ja gewichtig, die kann ihre kleine Giraffe ja selber heben. So, und wie immer gibt es auch eine Kuscheldecke auf die Reise. Immer das, was ich gerade meine, was dazu passt. Die geht hier so ein bisschen ins Orange, passt nicht ganz zum Strampler. Aber denke ich, gibt dann ein wunderschönes Komplettbild ab. Ja, das war's schon wieder. Das ging wieder viel zu schnell. Ich habe euch jetzt wahrscheinlich wieder sehr zugetextet. Ging viel zu schnell, das Video. Aber es gibt bestimmt bald wieder eins. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell. Zwei Mäuslein habe ich in Arbeit. Ist einiges in Arbeit, dauert aber auch immer seine Zeit, bis es fertig ist.
Aber ich sehe an euren Reaktionen, ihr freut euch immer, wenn was kommt und das nächste Video kommt bestimmt. Also sagen euch für heute Tschüss, die kleine Indra und eure Viola. Wir sagen ganz lieb Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht es gut, lasst es euch gut gehen. Der Sommer ist fast vorbei, aber genießt diese schönen Sonnenstunden, die es noch gibt. Alles Liebe, eure Viola. Tschüss.